wie wir gestern Abend schon gemerkt haben, ist eine wichtige Voraussetzung, um voneinander zu lernen, dass wir die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Situationen und Strukturen in den verschiedenen Ländern, also vornehmlich in Deutschland und in den USA, besser begreifen. Und deswegen ist das erste Panel also dem Thema USA und Deutschland im Vergleich, vor allem Staat und Zivilgesellschaft und was daraus für unsere strategischen Fragen erwächst, gewidmet. Es geht also um die Frage, inwieweit lassen sich die Rahmenbedingungen für Politik in USA und BRD vergleichen? Und vor allem um die Frage, lassen sich die Strategien des Community Organizing übertragen in die Communities hinein, aber auch für Gewerkschaften, für Stadtteilgruppen, für Bewegungen. Weil in den USA Alinsky so eine zentrale Rolle gespielt hat für die Entwicklung des Konzepts des Community Organizing, also jedenfalls des klassischen, was ja dann vielfach in den USA auch abgewandelt wurde, wollen wir auch dieses Modell etwas genauer unter die Lupe nehmen und fragen, wo liegen die Grenzen von Alinskys pragmatischem Ansatz für linke, also gesellschaftsverändern wollende Politik. Zu diesen Fragen haben wir drei Experten. Alex Demirovic, ganz rechts außen, ist Professor an der Technischen Universität hier in Berlin und er wird einen staatstheoretischen Blick auf beide Gesellschaften und ihre Strukturen und Unterschiede richten. Neben ihm Maite Tapia ist Doktorandin und PhD-Studentin an der Cornell University in den USA und vergleicht in ihrer Dissertation amerikanische, deutsche und die englische Variante von Alinsky geprägtem Community Organizing, also Industrial Area Foundation ist die Organisation, die in diesem Vermächtnis steht, die heute eben auch exportiert in London und in Berlin Community Organizing betreibt und in diesem Vergleich, aus diesem Vergleich wird sie uns einige Anhaltspunkte halt geben für die Möglichkeiten der Übertragbarkeit des Modells. Aber sie wird auch eine Fallstudie von einem besonders erfolgreichen Organizing-Modell wieder in Boston, the Greater Boston Interfaith Organization, berichten und dann vor diesem Hintergrund Fragen an die deutsche Situation stellen. Und um die deutsche Variante des Alinsky-Type oder IAF-Organizing geht es dann auch im letzten Beitrag von Gunther Janke zu meiner Linken. Er ist Community Organizer hier in Berlin-Neukölln und arbeitet also beim Deutschen Institut für Community Organizing, DICO, und wird über seine praktischen Erfahrungen damit, das US-Modell in Berlin und Deutschland anzuwenden, also mit Bürgerplattformen zu arbeiten, hier berichten. Es geht also sowohl um praktische als auch um analytische Einsichten zu dieser Frage des Vergleichs und des Imports. Und die Redner werden sich noch genauer selber vorstellen, was sie sicherlich viel besser machen und gleichzeitig meine etwas erkrankte Stimme schonen wird. Also bitte ich, Alex Demirovic zu beginnen. Fein, vielen Dank. Guten Morgen. Also ich orientiere mich an dem... ich will mich orientieren an dem Titel der Tagung Revolutionäre Realpolitik. Also mich interessiert der transformierende Aspekt, nicht einfach Grassroot-Aktivitäten im Sinne von Basisdemokratie, sondern mich interessiert der Prozess
auch der Transformation, also wenn man so will, der revolutionäre Aspekt in diesem Problem. Und ich finde interessant, dass mehr als in der deutschen Diskussion bei Transformative Organizing das Problem der Leadership Building ja thematisiert wird. Also wenn ich stütze mich jetzt auf die Übersetzung des Auszugs aus dem Buch von Eric Mann, also über Transformative Organizing, in dem ja sehr deutlich gemacht wird, dass es darum geht, also in deutschen Begriffen würde man vielleicht sagen, Kader zu entwickeln, also Personen zu entwickeln, Kompetenzen zu erwerben, Fähigkeiten, ja, auf Leute zuzugehen und organisatorisch Initiative zu entwickeln. Und wir werden sehen, ob das dann tatsächlich Kader sind, aber man kann das ja vielleicht mal in die Diskussion so stellen. Und ist meine Überlegung die, dass wir in Deutschland, und das macht vielleicht dann große Unterschiede zu den USA, bei der Frage von Leadership Building oder Kader, ja, also vor großen historischen Problemen stehen, die in der Linken und in den sozialen Bewegungen über viele Jahrzehnte ein Problem geschaffen haben, nämlich die Vertreibung vieler kritischer Kräfte, die Vertreibung und die Verfolgung und die Ermordung durch den Nationalsozialismus. Ja, das ist eine der großen, wenn man so will, Erblasten in der deutschen Geschichte und die lange Entwicklung hin zu einem Neuaufbau. Das ist jetzt sozusagen aus westdeutscher Sicht gesprochen. Für die DDR stellt sich das sicher anders dar, also mit der SED und der Rückkehr von Personal aus dem Exil und der Entwicklung da, aber es gibt vielleicht dann doch Ähnlichkeiten, auf die ich dann gleich noch komme. Für die Organisation war das ausgesprochen schwer, dann in den Jahrzehnten nach dem Krieg ein Personal zu gewinnen, Personen, die in der Lage sind, in dieser Weise demokratisch, radikal, realpolitisch überhaupt Initiative zu entwickeln. Und so wie ich das verstehe, wurden solche Prozesse auch nicht wirklich bewusst organisiert. Also das scheint mir ein wesentlicher, also wenn ich das richtig verstehe, eine der wichtigen Unterschiede, dass es in dieser Form Organisationsaktivität, also Menschen auszubilden in der Fähigkeit zu organisieren, aktiv solche Prozesse ja, in Gang zu setzen, Leute zu mobilisieren, auf sie zuzugehen, ja, eigentlich in dieser Form nicht wirklich praktiziert wird, sondern es ist etwas, was man bezeichnen könnte als einen naturwüchsigen Prozess, also als etwas, was sozusagen spontan und eher zufällig passiert in den sozialen Bewegungen, dass einzelne Personen oder Gruppen von Personen dann anfangen, gleichsam Berufspolitiker zu werden, also das zu werden, was man nennen könnte, von der Politik leben, was aber in Deutschland also eher negativ gesehen wird. Von der Politik leben gilt nicht unbedingt als ein demokratiepolitischer oder Grassroot-Gewinn. Also das ist kein Surplus in den Bewegungen, sondern das wird eher negativ bewertet. Also insofern wäre auch das vielleicht schon ein wichtiger Unterschied zu dem, was ich als Organizing-Prozesse da sehen würde. Also das Verhältnis zur Bildung von Führungspersonal, ja, aus den Protestbewegungen und den Zivilgesellschaften heraus ist eher schwierig. In den Gewerkschaften, ich will das ganz kurz an drei oder vier Mobilisierungsformen deutlich machen, nämlich was man ja jetzt analytisch einfach machen kann, Gewerkschaften, Parteien, soziale Bewegung und Nichtregierungsorganisationen. Die Gewerkschaften haben eine
gute Bildungsarbeit organisiert, sich aber bei ihrer Kaderbildung darauf verlassen, dass es aus den Betrieben so etwas entsteht wie Arbeiter, Arbeiterinnen, die von sich aus die Bereitschaft haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren oder das zu unterstützen. Und das wurde dann auch mit Fortbildungsmaßnahmen und mit Stipendien weiter unterstützt. Also eine maßgebliche Institution in Deutschland, ich glaube, das dürfte ein wesentlicher Unterschied zu den USA sein, das ist die Hans-Böckler-Stiftung, die über viele Millionen Euro verfügt oder Deutsche Mark, ja, also historisch gesprochen, und in der Lage war und ist, ja, also eine große Zahl von einfachen Lohnabhängigen zu qualifizieren zu Gewerkschaftskadern. Ja, also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der in die Organisation hineinwirkt. Aber dann gibt es aus meiner Sicht zwei Aspekte, der sehr stark mit der Entwicklung der 60er Jahre zu tun hat. Wenn Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland sich links orientiert haben, dann ging es ganz schnell um einen Bildungsaufstieg. Also das heißt, der Weg in die Universität. Und die Universität wurde auf diese Weise zu einem zentralen Mechanismus zur Absorption, zur Integration von kritischen Intellektuellen aus der Arbeiterbewegung, aus den Betrieben, weil die Leute dann sehr schnell eben dann in ganz neue, ich sage das mal so, in bürgerliche Karrieremuster eingegliedert wurden oder in die Fähigkeit, korporatistisch aktiv zu werden. Und das wäre ein zweiter Gesichtspunkt, nämlich, dass die Gewerkschaften in Deutschland relativ stark sind, stärker waren, als sie jetzt sind, aber immer noch relativ stark sind und in der Lage sind, mit der Regierung und mit den großen Unternehmen Verhandlungen zu führen, korporatistische Vereinbarungen zu treffen. Ja, das ist sehr zurückgegangen in den letzten 15 Jahren, aber hat trotzdem zu einem bestimmten Muster geführt, des Concession Bargaining, ja, also der korporatistischen Anpassung an Verhandlungsmuster. Ja, also die dazu geführt haben, immer noch zu erwarten, dass man im Bargaining ein etwas zurückbekommt, wenn die Arbeiterinnen von sich aus Zugeständnisse machen bei Löhnen, bei Arbeitszeiten, bei Sozialpolitik. Also diese zwei Aspekte. Bei den Parteien und den sozialen Bewegungen will ich das zusammennehmen. Wir haben in den 70er Jahren sehr starke Bewegungen gehabt bis in die 80er Jahre und aus den Bewegungen heraus hat es sehr schnell den Bedarf gegeben, sich allgemein politisch zu betätigen, Einfluss zu nehmen auf die Gesetze. Ich sehe so wenig, wie ich das bei Korporatismus sehe, sehe ich etwas Vergleichbares in den USA, was diese Tendenz hat, den Wunsch nach politischer Verallgemeinerung, also Zugriff auf die Gesetzgebung und auf die staatliche Verwaltung. Ja, also das heißt, also auf der Landesebene und der Bundesebene den direkten Zugriff zu praktizieren, was im Bereich der Atomenergie partiell erfolgreich war, also wenn man an die Schließung der Wiederaufbereitungsanlage denkt oder an die Schließung von Atomkraftwerken, konnte das erfolgreich sein. Das hat dazu geführt, dass sehr schnell viele Bewegungsaktivisten in die Parteipolitik integriert wurden, damit in parlamentarische Verfahren, in Aushandlungsprozesse auf parlamentarischer Ebene. Und für die Politik auf Bewegungsebene, also auf der Ebene der Grassroot-Organisation, im Prinzip verloren waren.
Ja, das heißt also sehr viele, wenn man so viel, sehr viele Kader, aus die aus der, den Bewegungen kamen, sind sehr schnell in die Politik gegangen. Und dann ist es sehr schwierig, weil die Politik wird bezahlt. Die Politik schafft Zugang zu den Medien, zu sehr vielen Kontakten und von der parlamentarischen Tätigkeit, sich wieder sozusagen als ein Rank-and-File-Mitglied zu verhalten, also als ein einfaches Mitglied an der Basis, das findet dann praktisch kaum noch statt. Weil dann kann man, danach kann man, also in Deutschland kann man dann relativ erfolgreich in vielen Hinsichten dann andere Karrieren verfolgen. Also stellt sich ein ganz großes Problem, nämlich wie stabilisiert man eigentlich die Kontinuität dieses linken Bewegungs-, also dieses Bewegungspersonals? Wie schafft man eine Kontinuität? Und ich habe diese Frage ja gestern Abend auch schon im Zusammenhang mit Margits Vortrag gestellt. Mir scheint das auch für die USA ein großes Problem zu sein, dass es sehr viele Grassroot-Gruppen gibt, sehr viele Community-Aktivitäten, ja, sehr viele Kooperativen, sehr viele Landkommunen, ja, und dann sich immer die Frage stellt, wie wird die Kontinuität dieser Leute gesichert? Ja, also das scheint mir eine der Schwierigkeiten. Ich habe den Eindruck, das ist auch alles ein bisschen pragmatischer in den USA. Das macht man mal auch biografisch, ja, also eine Phase, das dient auch, klar, wie hier auch teilweise dem Gelderwerb. Und dann stellt sich wirklich die Frage, wie wird das, wie wird dem Kontinuität gegeben? Habe ich noch ein paar Minuten? Sechs. Noch sechs Minuten. Also will ich zwei Probleme ansprechen. Das eine, das erste Problem, drei Probleme. Weil gestern sehr viel davon gesprochen wurde, Migranten zu organisieren. Wir haben in Deutschland das Selbstverständnis, das offizielle Selbstverständnis ist nicht das der sozialen Bewegung und der Linken, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Wir haben eine Einwanderung von 8% der Bevölkerung, ja, ungefähr. Und jetzt haben wir das interessante Problem, dass jetzt mit der Wirtschaftskrise sehr viele Menschen aus Griechenland, Italien oder Spanien nach Deutschland zuwandern. Vor allen Dingen junge und hochqualifizierte Menschen. Und eine der wirklich großen Fragen wird sein, ob es gelingen kann, etwas zu leisten, wovon gestern Abend die amerikanischen Kolleginnen gesprochen haben, nämlich die Organisation dieser jungen Migrantengruppen. Gelingt das? Also derjenigen, die hochqualifiziert sind, aus Griechenland, Italien und Spanien herkommen und Arbeit suchen. Ja, also auch angemessene Arbeit. Und die Erfahrungen, die es bereits gibt, legen nahe, dass es gut geht, griechische und italienische Migranten zu organisieren, aber nicht spanische. Also die Erfahrungen sind sehr heterogen, sodass man da auch, aber man muss das ernst nehmen, wenn man jetzt denkt, dass das ja insgesamt auch eine stärkere europäische Migration gibt. Der zweite Punkt, der mich beschäftigt, ist Demokratietheorie. Wir werden das vielleicht auf dem Panel dann auch noch haben als Problem, nämlich dürfen diese Personen, die jetzt Transformative Organizing machen, wie machen die das? Organisiert man sich jetzt um ein Issue herum? Also sagt man, man will zum Beispiel einen Busrider organisieren oder Atomkraftwerke verhindern, dann sind das ja immer besondere Interessenlagen. Aber wie kommt man von dort, also wie sehr darf man das, zu sagen, ich will aber nicht nur Busrider organisieren, sondern die Frage des öffentlichen Transports soll zur Grundlage einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft werden. Viele Grassroot-Aktivisten in Deutschland würden das ablehnen und würden sagen, diese Art von Verallgemeinerung, von Allgemeinheitsanspruch wollen wir in dieser Weise nicht hinnehmen, weil oder nicht akzeptieren, weil das ein Anspruch ist, der auch sehr schnell autoritär werden kann, die Gesellschaft auf eine bestimmte Weise
zu organisieren. Ich spreche dieses Problem nur an, also für die Diskussion, weil ich glaube, dass das ein wirklich sehr kompliziertes Thema ist. Und mich würde das auch interessieren, wie das dann in den USA diskutiert wird, weil ich muss sagen, dass da mein Eindruck ist, dass es jetzt zum Beispiel von Eric in dem Buch angesprochen wird, dass diese transformatorische Perspektive eingenommen wird. Aber genau die Frage ist, die sich ja grundlegend stellt, wie kommt man von der Organisation von Busriders oder von Leuten, die für bessere Wasserversorgung oder Nahrungsmittel eintreten, wie kommt man von dort zu einer Neustrukturierung, zu einer Transformation der Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft in ihrer Ganzheit? Und da gibt es viele Probleme, jedenfalls aus deutscher Sicht, dass viele das nicht mitmachen. Das hat dann auch mit der Erfahrung des Staatssozialismus zu tun, dass dann gesagt wird, naja, da habt ihr die Erfahrung, das geht ja alles nicht und so weiter. Das Dritte, womit ich dann aufhören will, habe ich noch eine Minute, ist okay. Das Dritte, womit ich aufhören will, ich habe das im Prinzip schon angesprochen, dass wir mittlerweile überlegen müssen, was genau bedeutet Partizipation. Wir haben zur Ideologie von politischer Herrschaft heute gehört in der Europäischen Union und in Deutschland und ich denke auch in Teilen der USA, dass Partizipation ein Moment des normalen politischen Prozesses ist. Also Roundtables, Konsensusrunden, runde Tische, Volksentscheide, also viele Formen der Partizipation. Das heißt aber gleichzeitig, also das ist das, was dann ja viel diskutiert wird unter dem Begriff der Governance, dass viele politische Entscheidungen nicht mehr in den Verfahren stattfinden, sondern sozusagen in Gremien, die ausgelagert werden, also in partizipatorischen Formen, die aber gleichzeitig viel an politischer Verbindlichkeit, an Stärke des Entscheidens verlieren für viele der teilnehmenden Gruppen. Die Rückwirkung auch auf die Bewegungen sind teilweise ein großes Problem. Wer darf daran teilnehmen? Wer wird ausgeschlossen? Und gleichzeitig entsteht ein Prozess, in dem die Politik, die Entscheidungsverfahren, die Entscheidungen selbst weitgehend unkontrolliert von den formellen Gremien stattfinden. Und auch das muss man, glaube ich, mit bedenken, wenn man jetzt über Partizipation von unten nachdenkt und auch diese Kaderbildung oder Leadership, weil dann sehr viele dieser Akteure in diese Verhandlungsprozesse einbezogen werden und sehr viel Zeit darin verbringen und oftmals die Ergebnisse dem Aufwand, der da stattfindet, überhaupt nicht entsprechen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alex, dass du hier so zentrale Fragen aufgerissen hast, die für unsere Diskussion ganz zentral sind. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich ein bisschen gehetzt habe. Denke aber, wenn jeder 20 Minuten hat, dann können wir umso länger diskutieren. Ich will nur kurz festhalten, dass du bei dem Punkt der Migranten, wo du eben die Schwierigkeiten bis dato migrantische Gruppen zu organisieren in Deutschland betont hast, wahrscheinlich weil ich dich so gehetzt habe, vergessen hast zu sagen, dass genau das ein Issue ist, wo wir viel von den USA zu lernen haben, genau. Weil es doch so aussieht, als ob alle die hier vertretenen Gruppen sehr viel erfolgreicher und besser in diesem Bereich organisieren. Und es ist wirklich einer der zentralen Punkte, weshalb wir überhaupt diese ganze Konferenz veranstalten. Weil es in Deutschland so ein großes, großes Manko darstellt und wir wissen, dass es ein größeres Problem wird. Deshalb also ein Merkpunkt für die Diskussion und Gott sei Dank haben wir ja auch noch ein weiteres Panel, was sich der Frage widmet. Gut, aber jetzt zurück zum Community Organizing und dem Vergleich. Maite.
Hi, good morning. My name is Maite Tapia. I'm a PhD student at Cornell University. First of all, I want to thank the Rosa Luxemburg Stiftung and Margit Meyer for inviting me here. In my research, I focus on community organizing in the US, the UK, and Germany, or more specifically in Boston, London, and Berlin. And today in my talk, I have three parts. So first I'll start giving a brief sketch of the history of organizing in the US. Then I'll talk a bit more about my experiences with the organization in Boston. And finally, I'll compare a little bit with what I found here in Germany in terms of community organizing. So community organizing, Saul Alinsky has often been called the modern father of community organizing, and he started in the 1930s in Chicago. And his first community organization was the Back of the Arts Neighborhood Council. So he was strongly influenced by the labor movement at that time in two ways. So structurally, in his council, the leaders of the institutions, mainly churches, were seating. And he thought of that as an equivalent to local trade union representatives or shop stewards. And in the second way, the tactics of the industrial trade union at that time, they had successful strikes and demonstrations. And so for Alinsky, this showed how you could use the public arena to pressure decision makers. So they were successful in organizing the workers at the meatpacking district, but how you can see that that time was a very pragmatic way of organizing, meaning he tapped in an already organized pool of people, namely the churches. Excuse me. So if you now go from Alinsky's style organizing to the Industrial Areas Foundation, Alinsky died in 1972, and Ed Chambers took over, and he built a more modern institutionalized network. So there were some differences with the Alinsky style. So there's a degree of professionalism. So rather than just plugging in an organizer, putting him on a project, and then taking him back out and putting him in another city, here the organizers tend to stay and work together with the institutions. And then secondly, as we talked about yesterday, there is really a combination of values, in the US case, mainly religious values, and this pragmatism. So it's both. So then, during the 70s, the lead organizers took a break from Chicago and they spread. They went to Queens, New York, they went to Baltimore, and they went to San Antonio. And they started to build a strong IAF organization there. And then after that, it started to spread to other cities as well. So now today you have 59 IAF affiliates in about 21 US states. It also spread abroad, so you have one in the UK and Germany, and now also Australia and Canada. So community organizing, this is just one definition. There are many definitions out there, but one of them is you could see it as a process and strategy of engaging people and communities to build political power with the goal of improving the living and working conditions of the people within those communities. So how it's often seen is that is actually at a local level, and it's by confronting, negotiating, but also working with public and private actors. So if we now look more at Industrial Areas Foundation, or IAF, community organizing, how it's called, you could see that as a hybrid kind of between a bureaucratic organization and a social movement. So on the one hand, it has staff, it has offices, it has dues-paying members, but on the other hand, it strives for social change through collective action. So the social movement aspect comes into that as well. So they're deeply, they're deeply rooted in geographic communities. The dues-paying members of these organizations are institutions, so not individuals. And it's mainly faith-based groups, but also schools and trade unions can be members of it. They work on multiple issues that can go from living wage to migration, safety,
and so on. And so their main goal is to build power, or they call it the ability to act, and they do that through leadership development and one-to-one meetings. These one-to-one meetings is really seen as crucial. A member will sit down together with an organizer, or a member will sit down with a leader of an institution, and they will talk to each other for about half an hour, 45 minutes, and it's really a way of building trust. You will talk about what your motivation is, what inspires you, what your reasoning is. So it's really about who you are, and this is kind of what the backbone is behind this whole organizing effort, but more about that in a second. So now to my experience in Boston. I was with the Greater Boston Interfaith Organization. So this organization consists of 53 member institutions. The majority is actually faith-based. There are also unions part of it, SEIU 1199 and SEIU 615 with the janitors. There is a big diversity within this group, religiously. So there's Catholic, Protestant, but also a very large Jewish participation and a very large Muslim participation. So they work together, which is very exceptional in a way. And then there's also racial diversity and class diversity. So this organization, it's across neighborhoods, meaning also across class. You have, for example, Roxbury and Dorchester in Boston, which is a more poorer neighborhood, and they work together with institutions from Newton, which is a much richer Jewish neighborhood. The funding, this organization has an... The last budget last year was about $800,000 a year, and that is mostly through foundations. So one of the principles is don't take government money. That's one of the core IAF principles. And so they had many accomplishments, but one of them, or the biggest one, is the role in the passage of the Massachusetts Healthcare Reform Act. So how does it work? And this goes actually back to what Alex was saying before. How do these social movement or organizations, how do they remain sustainable? How can they last over time and still have power? And for me, the IAF organization, this is kind of a model that shows how they remain sustainable. So first, the power of these grassroots organizations really lies in their ability to turn out large numbers of people. And the key factors that actually help to do that is first their cultivation of a relational culture. The culture consists of different dimensions, but so one of them is, for example, they have these rituals. And rituals can really be seen as, they provide a shared experience of belonging and express and reinforce of what is valued. So again, this one-to-one meeting. The one-to-one is really the backbone of the organization. And the organizers believe that without these conversations, the relationships with the individual members would be very weak and superficial, and as a consequence, over time, the institutions could easily flounder and fail. So as one organizer, for example, explained to me, he said, one of the critics that people make is they say, this 30-minute thing that you people do, it's so artificial, you know, relationships should be organic and natural. And he said, yeah, sure, in the world it should be like that, but it's not like that. And so IAF creates a context for these relationships to happen. Then a second ritual is storytelling. So whenever an action or a training happens, it will be members that are on stage and will say something about the personal stories, and they will kind of transform that personal pain into a public action. For example, in Boston, I was at one action. It was the Boston organization has this service program. It's a financial education program for their members. And at the end of it, they have a graduation. So one of the graduates, Julia, she came on stage with a big empty water bottle. And she said,
these were my savings, and the water bottle was empty. And she said how she cried every night not to know how she would put her children into school, and so it was a very emotional speech. But then also she talked about how this program gave her courage, and now she has for the first time a personal savings account. She doesn't feel like a failure anymore, and she has set realistic goals. So a story like that actually tells the audience or us much more than any organizer's speech could ever do about things like power and stuff. And then a last ritual, for example, is the roll call. Meaning, whenever an action is planned, leaders of institutions have to give exact or almost exact quotas. How many people will you turn out? So it's not just a goal, it's a quota, it's a commitment. And then they come on stage and they say, I'm from this organization, I will turn out so many people. And one after the other goes like that. So it's publicly announcing how many people do you turn out. And it's really, it creates feelings of accountability, of responsibility. So you get very engaged in it. Then I'll go a bit faster. The second part of the culture is the language. It's very important. So naming and conceptualizing terms is really important, and they're sometimes called seedbeds for human action. So they will talk about what is organizing, what does that mean? Organizing for IAF is disorganizing and reorganizing. It never stops. It always has to go on. Leaders always have to meet new people, talk, have these one-to-one meetings. So very dynamic. Then also, what leadership? Who are leaders? Leaders are people who have followers. If I'm a leader, I say, I go to this demonstration and I can bring 50 people, well, say 20 people. 50 is, well, anyway. I can bring 20 people, for example. A person who cannot bring anyone, so a leader who has no followers is just someone going for a walk. That's what they say. And then, for example, the term power. You talk about power over, power with. What is power? Power is not only a negative thing. So in each training that I took in the US, the UK, and Germany, a whole day is spent about what does power mean. So there's a big point of education and leadership development in there. And then thirdly, there is a very strong collective identity that comes out. In the Boston case, that was mainly religious. But here in Germany, there's also collective identity based on values, which you then can translate again into religion or not. But then the second part of why this organization in Boston has been successful is because the way it's embedded in the political landscape. So this organization has developed over time very good access to policymakers, to the governor, to the mayor. This did not happen in one day. In the beginning, the mayor of Boston would call them the Greater Boston Idiots Organization instead of the Greater Boston Interfaith Organization. So it was quite a rocky start, but it changed over time. They also have a good alliance structure within Boston. So they have, for example, very big Jewish organizations that are allied with them. There's also an intellectual wealth in Boston. So you have people who come through Harvard University, other universities. They took classes with a famous organizer, Marshall Gans. And so that way, that's also present in Boston. And finally, they don't have as many enemies. The so-called enemies that they have are actually community organizations that do the same thing as they do, which is a pity that you would call that an enemy. But they're very they have their turf in which they organize. So then it's hard for them to collaborate with others who do the same thing. So some of the challenges, what we talked about here also yesterday, so if you want to shift the scale from a local to a more transnational level, trade-offs come into place. So the reason why this works in Boston is because they are able to create these very close relationships between the members, between the leaders of the different institutions. If you then
transported and you have campaigns on a national or international level, the members feel less committed. There's less sense of ownership over a case. They feel less responsible for how it will turn out. So therefore, there's kind of a trade-off between that. Another challenge, like I said before, is how to work together with other community organizations. There are other networks, national networks in the US that do the same thing. And they have troubles working together. And then on the third, on the transformative organizing, it depends again what definition you want to use. If we look at a individual level, certainly there is this value-based aspect that is very strong, and people do, I would argue, there is this transformative aspect in people's conscience. But if we look at a broader or societal level, in Boston they will not talk, in that organization, they will not talk about redistribution of wealth. They will not talk about overthrowing capitalism. These are not the discourses that they take on. And so now the final slide is so how now can we actually take that these principles and put it in a German context? So you can't just take that and plug it in here. You have to adapt and mold it. There are differences. So Professor Leo Penta, he started in, he was a key leader of the IAF in the US. He started in New York and did work in Philadelphia. And then eventually he came here in Germany and he wanted to start this here. In the beginning, everyone thought he was crazy because this would never work in Germany. So in the 90s, he began, and although people accused them and said, what you're doing, that's kind of like a sect. So there were very different opinions of what this was. Currently, there are three community organizations in Berlin. So one you have in Schöneweide, which is in the former east part of Berlin. Then you have one over Wedding Moabit, and then now one is starting off in Neukölln. But I'm sure Günther will tell more about that later. But just to tap into what the big commonalities are, of course, is these IAF organizing principles. So these come back again. The one-to-one meeting is crucial here as well. Not taking government money, working on multiple issues, being broad-based. So the organizational structure is again the same. You have institutions that are members and not individuals. But then, of course, we come across big differences, and these come with challenges. So contextual. Berlin, of course, is very different. Even within Berlin, it's different. Schöneweide is not the same as Wedding Moabit and is not the same as Neukölln. So there is no one Berlin model even. Even within it, it's different. But so if we compare more the German and the US context, here in Germany or in Berlin, the organization has had much more difficulties in accessing the policymakers. They're still seen as or considered a smaller group, maybe. Policymakers are not sure what they're all about, so there's not that legacy here as it is felt in the US. There are some enemies in the sense, for example, some quartiers managements quartiers managements can be feel like they are a source of competition, and also they don't have as strong allies. So trade unions, for example, do not work together here with these community organizations. For one, they work on different scales. The scale here in Berlin is still smaller. You have Schöneweide, which is a borough in Berlin, is much smaller. So trade unions think, why should we work together with them? There's no benefits about it. So. Then also the funding is very different. Whereas in the US, it's mainly through the foundation and the members. In Germany, what we see is small and mid-sized enterprises, local businesses, these are the ones who fund a big deal of the organization, which is very different. And then the last point are the members. So in the US, it's very faith-based. Here in Germany, it's more broad-based in sense
there's not that much of a Catholic representation among the members. You have members, for example, garden communities are, for example, members, or some schools. So it's a different member structure, which also brings differences and sense of how do you create a collective identity, how do you make this sustainable, and so on. So these are just some of the challenges I wanted to bring across, rather than solving them. It's just more questions that I put out there of how can we make this model work, or these principles work in a very different context in Berlin, and what can we learn from each other? Because I'm sure Berlin also brings stuff that the US can learn from them. But anyway, thank you. Thank you, Maite, for preparing us for the next and final presentation on this panel, because now we are moving right along to the Berlin case of Neukölln with Gunther Janke. Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Good morning, everyone. I think Maite already said most of what I would wanted to say. Ich versuch's trotzdem in Deutsch. Ich wurde vorgestellt als einer der Praktiker, als einer der Organizer hier in Berlin. Bevor ich einsteige in die Praxis von Organizing, so wie ich sie kenne, seit 10 Jahren etwa hier in Deutschland, will ich 2, 3 Sätze zu mir sagen, damit Sie eine Idee bekommen, warum ich mich nicht ausdrücklich vielleicht als Linker bezeichnen würde. Schalte es. Ich bin in der DDR aufgewachsen, in Ost-Berlin. Meine Eltern waren Wissenschaftler. Mein Vater ist mit 4 Jahren von russischen Soldaten in die Nähe von Moskau verschleppt worden mit seiner Familie als Kriegsgefangener. Das ist ein Stück Erfahrung, die er natürlich auch weitergegeben hat an mich, an uns. Meine Geschwister. Meine Eltern haben Chemie studiert, waren also Naturwissenschaftler. Und in der Zeit waren Studentengruppen aktiv, auch in der Universität, wo meine Eltern studiert haben, hier an der Humboldt in Berlin. Und dort wurde einer ihrer besten Freunde festgenommen und für 4 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er einen kleinen Studentenzirkel organisiert hat. Und das ist ein Stück die Erfahrung, die Legacy, mit der ich leben muss. Ich habe 18 Jahre linke Philosophie in der einen oder anderen Form kennenlernen dürfen, in der Schule vermittelt, habe also vielleicht einen gesunden Abstand zu dem, was gelegentlich als linke Vorstellung, Philosophie oder Ideologie existiert. Deswegen will ich da anknüpfen, wo Maite von pragmatischem Organizing gesprochen hat. Ich stehe also hier oder sitze hier als Organizer, der in Berlin als einer von 5 Organisern tätig ist. Ich bin der einzige Mann, das heißt, gendermäßig repräsentiere ich nicht den Durchschnitt unserer Organisation, also des DICO. Ich habe 7 Jahre in Schöneweide gearbeitet, dort, wo Maite gesagt hatte, dass wir eine Organisation haben hier in Berlin. Das ist die kleinste und erste Organisation, das erste Mal, wo Menschen sich organisiert haben, broad-based organisiert haben für das, was in Schöneweide, einem alten Arbeiterstadtteil, einem alten Arbeiterviertel, dem größten europäischen innerstädtischen Industriegebiet zu Zeiten der Industrialisierung Berlins, von etwa 30.000 Menschen, die nach der Wende eine Situation vorfanden, wo nicht mehr viel übrig war von ihren Arbeitsplätzen, von Möglichkeiten, Geld zu verdienen, einzukaufen oder in die Kneipe zu gehen. Dort haben wir angefangen zu organisieren, hier in Berlin. Ich war also einer derjenigen, der den Crazy Leo Penta,
erinnern sich, dass manche dachten, Leo Penta, der hier aus der USA herkam und Organizing als Erfahrung mitbrachte aus New York, aus Philadelphia. Ich war einer der ihn nicht crazy fand. Ich fand ihn sehr nachvollziehbar. Ich habe bei ihm studiert und bin dann nach dem Studium, wo ich noch ein halbes Jahr Aufenthalt in England, in London einlegen konnte, um dort Erfahrungen zu sammeln, das heißt die Theorie der IAF im Studium und dann die Praxis von Citizens UK oder damals von COF, Citizens Organizing Foundation aus England, mitbrachte und dann in Schöneweide angefangen habe als junger Organizer, der eine Situation vorfand, wo die Menschen nicht sehr transformative. Sie wollten nicht mehr Gesellschaftsveränderung, die hatten sie gerade hinter sich. Sie wollten bessere Lebensbedingungen. Sie wollten letztlich ein Teil von Berlin sein, von einem Berlin, wo man Geld verdienen kann, wo man Geld ausgeben kann, wo man vernünftige Schulen hat, wo man vernünftige Straßen hat, wo man Auto fahren kann, wo man also ganz profane Dinge, die Menschen brauchten nach der Wende, nachdem alles dort im Prinzip in sich zusammenfiel. Dort habe ich organisiert und wir haben als eines unserer Issues dort, als einen der Missstände quasi die Infrastruktur entdeckt. Das ist nicht wirklich ein linkes Thema, glaube ich. Aber es war dort für die 23 Gruppen, die sich in Schöneweide organisiert haben. Also ich habe schon gesagt, 30.000 Menschen etwa, großes Gebiet, relativ klein. 1% von ganz Berlin, wenn Sie es in die Perspektive tun wollen. Ja. Dort haben die Menschen angefangen, als Thema zu finden, dass die Infrastruktur in diesem Gebiet aufgewertet werden muss, damit dort Menschen nicht wegziehen, sondern wieder Menschen zuziehen, damit dort in Schöneweide wieder ein lebenswertes Leben möglich ist. Viele Menschen sind weggegangen, die geblieben sind, haben sich organisiert. 23 verschiedene Gruppen. Und da waren ganz, ganz unterschiedliche Gruppen dabei. Deswegen, ich glaube, broad-based im Verhältnis von Deutschland und der USA, soweit ich das überblicken kann, wir sind hier wirklich viel, viel broader, viel breiter im Organisieren von verschiedenen Gruppen. Die Kleingärtner sind angesprochen worden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Erfahrung mit Kleingärtnern hat. Allotment Groups, ich weiß nicht, wie weit das international vergleichbar ist. Kleingärtner und Kirchenleute zusammenzubringen, an einen Tisch und versuchen, über ihre Interessen zu sprechen, über Common Ground, über gemeinsame Ideen. Da sind sie relativ schnell weg von Gesellschaftsveränderungen und großen Würfen, da sind sie relativ schnell bei ganz tagtäglichen und naheliegenden Dingen. Und ich denke, da ist eine gewisse Stärke drin. Ich bin inzwischen Organizer in Neukölln, habe dieses Jahr dort begonnen oder helfe dort mit der Erfahrung, die ich gemacht habe in Schöneweide und auch teilweise aus England, wo ich das letzte Jahr verbracht habe, den Aufbauprozess der Neuköllner Organisation, also damit der dritten Organisation in Berlin, mit voranzubringen. Wir haben jetzt in Berlin, um Ihnen das ein bisschen einzurahmen, 85 Gruppen organisiert. Ich habe eine Liste hier, da können Sie nachher mal draufschauen. Ich habe das runtergebrochen, das sind diese 85 Gruppen, die wir hier in Berlin in diesen drei Bezirken organisiert haben, 22 Kirchengemeinden, 12 Moscheegemeinden, 8 Migrantengruppen, die sudanesische Gemeinde, die palästinensische Gesellschaft, die bengalische Gemeinschaft und viele verschiedene Gruppen, von denen wir gehört haben, dass sie schwer zu organisieren sind. Sie sind schwer zu organisieren, aber sie sind Teil dieser Gesellschaft, sie sind Teil dieser Stadt, sie gehören hierher, sie sind unsere Nachbarn und natürlich versuchen wir ihnen zu helfen, sich zu organisieren. Es sind 28
kleinere Kulturvereine, Interessengruppen, sehr, sehr mannigfaltig, sehr bunt, sehr verschieden. Es sind 6 Schulen oder 5 Schulen und eine Universität dabei, 3 Kleingartenvereine, 3 Kitas, 2 Jugendgruppen und eine Senioreneinrichtung in diesen 85 Gruppen. Also Sie bekommen vielleicht ein Bild von dem, was wir hier in dieser Stadt organisieren, um auch die Vielfalt und Breite der Stadt abzudecken. Ich wollte 2-3 Dinge sagen, dass wir also in der Tradition von Alinsky stehen, von Chambers, von Ernesto Cortez, von Mike Geakin. Ich habe auch hier Bücher mit, wo Sie reinschauen können, dass das tatsächlich die Erfahrungen sind, auf denen wir stehen. Letztlich geht es, wenn wir von Organisieren sprechen, um was organisieren wir da? Ich gucke die ganze Zeit auf dieses zauberhafte T-Shirt vom jungen Mann, wo Organize draufsteht. Ich finde es großartig. Das ist quasi der Hintergrund von dem, was wir tun und die Motivation, das zu machen. Das Umdrehen vom nicht der große Fisch die vielen Kleinen frisst, sondern die vielen Kleinen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, 85 Gruppen quasi drehen den ganzen Spieß um hier in dieser Stadt, dann ist das ein Stück das, was wir machen wollen. Wir wollen die Politik eigentlich wieder richtig rum machen. Wir wollen die für accountable halten, also für, was ist eine gute Übersetzung von accountable? Verantwortlich, in die Verantwortung nehmen. Die Verantwortung in dieser Stadt tragen, Entscheidungsträger. Ja? Wir haben nicht automatisch hier mit neoliberalen und neokonservativen Kräften in Berlin zu tun. Wir haben es mit Bürokratie zu tun, mit Entscheidungsunlust. Wir haben es mit die letzten 10 Jahre, für die es nicht wissen, wir hatten eine rot-rote Landesregierung, das heißt, die linke Partei war beteiligt an der Regierung. Meine Erfahrung, in Berlin zu organisieren und Dinge zu verändern, fällt genau in diese Zeit. Als wir 2001 den regierenden Bürgermeister, der jetzt wiedergewählt wurde, Klaus Wowereit, SPD, eingeladen hatten, das allererste Mal mit dieser relativ kleinen Organisation in Schöneweide, haben ihm vorgestellt, wer wir sind, haben ihm vorgestellt, wo wir hinwollen, haben ihm die Hand gereicht und gesagt, wir wollen Partner sein für die Politik, wir wollen aber auch knallhart verhandeln mit Ihnen. Was denken Sie, was er gesagt hat? Er hat nicht gelacht, er hat sich eigentlich geärgert über uns, über unsere Impertinenz, wie wir es wagen können, dort ihn so anzusprechen. Und er hat gesagt, zahlen Sie Ihre Steuern. Das ist sein Verständnis und nicht nur seins, sondern auch von vielen anderen Politikern, von Bürgersein. Zahlen Sie verdammt Ihre Steuern und ansonsten lassen Sie uns in Ruhe. Dann gibt es eine Zeit, die wir jetzt gerade in Berlin wieder erleben durften, so vielleicht 6 Monate lang, wo wir beballt werden mit Plakaten, mit den ganzen Namen von Leuten, die gewählt werden wollen. Das ist die einzige Zeit, wo man den Bürger wieder braucht, scheinbar. Und wir wollen Politik machen, auch in den 5 Jahren, die dazwischen liegen. Aber Realpolitik, ganz klar vor Ort mit den Entscheidungsträgern, die in den Bezirken oder in der Landesregierung Entscheidungen eben treffen können. Vielleicht erzähle ich Ihnen ein Beispiel von unserer ersten Kampagne, die wir in Schöneweide begonnen haben, diese Infrastrukturfrage. Also Schöneweide, ein Industriegebiet, was ein Stück perspektivlos aussah, wo es keine Antworten gab, außer die große Aussage von Helmut Kohl, blühende Landschaften. In Schöneweide war relativ wenig von blühender Landschaft zu merken. Und es gab letztlich keinen, der wirklich Verantwortung dort tragen wollte. Keinen, der wirklich einen Entwurf hatte für ein verändertes Schöneweide. Und dann haben die Menschen angefangen zu gucken, was wäre dort möglich, was könnte sich dort entwickeln, wofür wäre der Standort geeignet, eine alte Industriebrache. Und es gab eine Planung, eine alte Senatsplanung dort, oder in Berlin einen Campus einer Hochschule zu etablieren, neu zu etablieren, zusammenzuführen aus Einzelstandorten. Das sollte etwa so 120 Millionen Euro kosten.
Dann ist auch entschieden worden im Senat, wir wollen das in Schöneweide machen. Das war ein glücklicher Umstand, mit dem wir nicht allzu viel zu tun hatten. Das waren die Grundbedingungen. Der Stadtteil wollte etwas, braucht eine Veränderung infrastrukturell. Und es gab diese Planung. Und dann hat es 4,5 Jahre gedauert in dieser Stadt, in Berlin, dass diese Entscheidung umgesetzt wurde. 4,5 Jahre. Der Senat, das ist meine Lieblingszahl, der Senat von Berlin hat 7-mal entschieden, diese Hochschule an diesen Standort zu bringen. Er hat jedes Mal vergessen, die 120 Millionen Euro aus dem Budget dazu zu tun. Das ist Realpolitik. Das ist das, mit dem wir hier zu tun haben. Und die Beispiele aus England, aus London insbesondere, wo ich lange unterwegs war und viele Kontakte nach wie vor habe, sind ganz ähnlich. Fragen, die mit Housing zu tun haben, Fragen, die mit einer City Safe Campaign zu tun haben. Strangers into Citizens, eine Kampagne, wo es darum geht, dass Migranten, die seit langen Jahren Teil der britischen Gesellschaft sind, bleiben dürfen und nicht immer quasi Angst haben müssen, abgeschoben zu werden. Pragmatische Lösungen zu finden, aber wer findet diese Lösung? Auf wem baut unsere Organisation auf? Es sind 85 Gruppen, ich habe das gesagt. Ich freue mich, dass Britta Grell hier ist. Sie ist eine unserer Neuköllner Leaderinnen. Das ist ein Zufall. Ja. Aber sie ist, eigentlich sollte sie hier sitzen. Eigentlich sollten quasi nicht die Hauptamtlichen, die Profis darüber sprechen, sondern sie sollte aus ihren Erfahrungen sprechen. Wir sind in Neukölln noch am Anfang. Sie ist sehr neu dabei, sehr jung dabei. Aber haben gestern Abend beim Glas Wein kurz darüber gesprochen, wie sie sich weiter organisiert in ihrer Gruppe. Wie sie mehr werden, wie sie stärker werden. Und da greife ich wieder zu dem zurück. Ich kriege irgendwann ein Zeichen, oder? Noch 5 Minuten. Noch 5, sehr gut. Greife ich auf das zurück, was Mike Tapia gesagt hat über die One-to-Ones. Einzelgespräche. Warum machen wir das? Weil wir nicht mit einer Ideologie kommen und sagen, das ist richtig und das muss sein, sondern weil wir zuhören. Organisationsarbeit ist Beziehungsarbeit. Zu allem Ersten und als Kern des Ganzen ist es Beziehungsarbeit. Wer nimmt sich wirklich die Zeit in den Gewerkschaften, in den Schulen, in den Kitas, in den Kirchengemeinden, wer nimmt sich wirklich Zeit, Beziehungsarbeit zu machen, das als Kern in den Kalender zu tragen? Das ist eine Aufgabe, die wir im Organizing in der Alinsky-Tradition ganz bewusst machen. 15 bis 20 Gespräche, einzelne Gespräche pro Woche. Wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie auf zwischen 600 und 1000 Kontakten, die Sie in einem Jahr machen. Ich habe 7 Jahre in Schöneweide gearbeitet. Ich kann leider für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich jede Woche 15 Gespräche hatte, aber der Versuch, den Versuch zu unternehmen, intensivst neue Kontakte, Nachbarn, Schlüsselpersonen zu finden, nicht Kader, ich komme aus einer Zeit, wo oder aus einem Land, wo der Begriff Kader sehr negativ konnotiert war, deswegen bleibe ich bei Leaders, soweit es geht. Wir sagen auch Multiplikatoren hier oder Schlüsselpersonen. Aber letztlich, denke ich, hat jeder eine Idee, hoffentlich, was mit Leader gemeint ist. Ein Leader, der Vertrauen genießt in seiner Community, in seinem Kreis, in seiner Gruppe, in seiner Organisation. Das kann auch informell sein, das kann eine Hausgemeinschaft sein. Ja? Das kann ein Elternverein sein. Dort sitzt das Potenzial unserer Städte. Dort sitzt das revolutionäre Potenzial, wenn Sie so wollen, mit dem wir arbeiten wollen, mit dem wir arbeiten müssen. Aber wer kennt eben noch den Nachbarn in diesen Städten? Wer geht wirklich hin und klopft an der Tür? Wer geht wirklich bewusst auf Menschen zu, hört zu, lernt auch, was beschäftigt diese Person? Unter dem ganzen Alltags- und vielleicht Familienstress und Job und diesen, wo steckt wirklich ein Stück
Leidenschaft und Antrieb, etwas in dieser Stadt zu tun, das herauszufinden, sich dafür Zeit zu nehmen, dafür sind diese Einzelgespräche. Und dann lädt man die Menschen ein natürlich und sagt, wenn du was nach was suchst, wenn du Dinge verändern willst, wenn du Ärger hast, ja, also ich habe mir aufgeschrieben, was sind die Rahmenbedingungen für CO? Ja, das ist die Überschrift unseres Tages oder unseres Panels hier. Aus meiner Sicht sind es drei Rahmenbedingungen, die wir für Community Organizing brauchen. Ja, es ist Ärger. Wer keinen Ärger hat, ändert auch nichts. Er will auch gar nicht. Ein bisschen sowas wie Ärger muss wenigstens da sein. Hoffnung. Wenn ich nicht vorstellen kann, dass sich die Welt irgendwie, meine Stadt, mein Stadtteil, mein Kiez oder die Welt sich verändert, ja, dann ändere ich auch nichts, dann mache ich auch nichts. Ärger, Hoffnung und wir haben eine verfassungsmäßig garantierte Organisationsfreiheit. Diese drei Sachen brauchen Sie, mehr brauchen Sie nicht. Dann fangen Sie an. Gut, also worauf basiert gutes BBO? Ich komme zum Ende, schließe es ab. Beziehungen, Macht und Handeln, das sind die drei Eckpunkte. Beziehungsarbeit habe ich angesprochen. Macht, ohne Macht, wenn wir Macht ablehnen, keine Macht für niemand. Das ist ein beliebter Spruch gerade hier in dieser Stadt. Keine Macht für niemand. Es ist nicht unsere Vorstellung. Macht ist real. Menschen nutzen ihre Macht jeden Tag. Haben wir selbst auch Macht, um irgendwelche Dinge dagegen zu halten, zu verhandeln? Müssen wir sie bauen? Was ist Macht? Macht ist entweder organisiertes Geld, das haben wir nicht, oder es sind organisierte Menschen, das haben wir auch nicht, aber wir können es bauen. Das kostet uns nichts außer Zeit. Und die Zeit müssen wir uns nehmen. Und wir hier nehmen sie uns seit etwa 10 Jahren. Der Beginn unserer Arbeit hier in Berlin war 1999 und jetzt sind wir eben mit der ersten, die erste Organisationsgründung 2001 in Schöneweide, dann 2008 im Wedding mit 40 Gruppen und jetzt in Neukölln sind wir im Aufbau und wollen Anfang nächsten Jahres gründen, sodass wir dann mit etwa 100 Gruppen auch wirklich Berlin noch stärker repräsentieren. Als Abschluss, ich würde sagen, dass Organizing in Deutschland angekommen ist. Es ist nichts Amerikanisches mehr. Es kommt dem einen oder anderen immer noch sehr fremd vor. Unsere Veranstaltungen, unsere großen Assemblies. Die Gründungsveranstaltung der Weddinger Organisation, da waren 1100 Menschen da aus 40 verschiedenen Gruppen. Das ist die größte Veranstaltung dieser Art überhaupt in Berlin, die Sie sich vorstellen können. Ich rede nicht von einer Demonstration. Wir vergleichen uns nicht mit Veranstaltungen, wo relativ homogen die Menschen und nicht organisiert die Menschen zusammenkommen. Es ist nicht Protest. Es ist eine Form des proaktiven, organisierten Agierens. Wir wollen da raus aus dem Reagieren, immer reagieren zu müssen. Höhere Mieten, Protest. Wir wollen ins Agieren kommen. Das ist die Idee. Organizing ist angekommen in dieser Stadt und es gibt auch eine Organisation, eine kleinere Organisation in Hamburg, Impuls Mitte Hamburg. Und es sind weitere Aufbauprozesse in Wuppertal, in Dortmund, in Nürnberg im Gange. Das heißt, auch wir arbeiten in die Breite. Es gibt ein paar Thesen, die ich vielleicht nachher noch sagen würde, wollen, was unsere Vorstellungen sind, wie es weitergehen könnte. Erstmal danke. Ganz herzlichen Dank, Gunther, für diesen prima Überblick, Einstieg in die deutsche Implementierung von Community Organizing und wie das aussieht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch jede Menge Nachfragen kommen werden. Eine ganz profane Frage an den Gunther eingangs. Und zwar, wie finanziert sich denn DICO? Also wenn... ich habe irgendwie jetzt, glaube ich, aufgeschnappt, keine staatlichen Gelder. Ich würde ja jetzt auch dem widersprechen, was du gerade gesagt hast. Woher kommt dann das Geld für diesen Neudeutsch-Overhead, den ihr da bildet, im Verhältnis zu diesen Mitgliedsorganisationen?
Hi, I'm Eric Mann from Los Angeles, and I think this was a great panel because of the explicitness of the politics put out, most of which are certainly from Maite and Gunther, I strongly disagree with, so it's important to be able to have that kind of this important conversation. Starting with Alex, that you raised the question of how could bus riders essentially go beyond bus consciousness? How can any groups go there? And it's important to understand that the Labor Community Strategy Center is a left organization and a left project in which the Bus Riders Union presides. It comes out of a left tradition that says you organize people to change the whole society, of which where you're situated is just one aspect of that society. So even in the early orientation of our members, before they go to the general membership meeting, they have to go to an orientation. And in the orientation, it says, are you aware that the bylaws of the Bus Riders Union are against US intervention in the third world? Are you aware that the Bus Riders Union supports LGBT rights? Are you aware that the Bus Riders Union is an anti-racist organization and that you would be, and it's also an anti-war organization? Now, some people would say, I thought this is for buses. And we would say it is for buses. We obviously spend a lot of time on service cuts, on fare increases, on compressed natural gas buses, environment. But we see ourselves as part of a movement, a world movement, that we're trying to change things. Some people would say, well, if that's the case, I don't want to be part of this organization. I didn't come here to be part of a world movement. I came here to get better buses. Other people say, this is a broader agenda than I thought, but you do such a good job on the buses that I'm willing to participate. And third group says, this is wonderful. This is exactly what I was looking for. I'm an immigrant from El Salvador. I come from the left. I'm not just interested in buses, or I was with the Black Panther Party, this is a very exciting program. So our struggle from bus consciousness to class consciousness and to internationalism is a conversation I'd like to elaborate with you, but I think you raised absolutely the right question. And then in Maite and Gunther, Maite ended by saying that, let's be clear, that Alinsky does not stand for the redistribution of wealth, does not want to talk about capitalism. These groups explicitly do not want to challenge the system, and that has been one of our disagreements with the Alinsky tradition throughout. But focusing more on Gunther, right now the world is facing an ecological crisis of the highest proportion. The world is facing mass persecution of immigrants, far more than talented Italians coming to Germany. We're talking about a working class of 12 million people in the United States who are being hunted down by the government as criminals. We're talking about 2.3 million people in prison in the United States, 1 million of whom are Latino, are Black, and 500,000 are Latino. We're talking about people who can't eat. We're talking about people who are starving to death. Your work sounds like a neighborhood council of middle-class people who want a nice little neighborhood, totally separated from the great issues of our time. You had 20 minutes, did not discuss NATO's invasion of Libya, did not discuss Nazi tendencies in Germany that you're concerned about, did not discuss race, gender, politics, but rather access to power on a value-based theory that, in my opinion, has no values. The values that you put forth are totally contrary to the values that I think transformative organizing requires. And I think it's isolating community organizing, which I'll talk about on our panel. I see community organizing as part of a worldwide transformative movement. And
I think you should just take responsibility as you ended by saying one last thing. We do not impose our agenda on the community. That's an old rhetorical trick by Alinsky organizers. I think you have a very strong agenda, an agenda not to talk about the war, an agenda not to talk about racism, an agenda not to talk about capitalism. And you had 20 minutes to lay out what your agenda was. And it's not just listening. It's a very coherent strategy with which I disagree. But I really appreciate, because that's the value of these meetings, the clarity with which you put forth your own strategy so we can have this conversation. My question was a little more pragmatic and kind of related to the funding question. I'm from the US, and so I know that in the US we have, I think, a little bit of a bigger NGO sector than in Germany and in most of Europe. Not just NGOs that are doing political work, but also providing social services, doing a lot of functions that in Europe and in Germany are done by government. So I'm just curious how that plays a role in organizing or activism in Germany, not having that NGO, as much of an NGO presence for funding, but also for making alliances, building partnerships, and that sort of thing. Because it seems here like, in a lot of ways, your biggest partner has to be government, whereas in the US, there's a lot more opportunities to partner with people who are doing things outside of government, so. Ja, auch guten Morgen von mir. Ich will das jetzt gar nicht nochmal unterstreichen, was vorhin gesagt wurde, auch niemand vom staatlich gesponserten Mittagessen abhalten, aber eine Frage, die mich schon umtreibt, insbesondere bei Maite und Gunther, ist schon, gibt es sowas wie einen politischen Kompass? Das ist jetzt nicht so ausführlich, wie das vorhin von dem Kollegen dargestellt wurde, aber kann man Organizing betreiben ohne irgendeinen politischen Kompass? Dass der nicht ideologisch und nicht in 150 Jahre Arbeitergeschichte vielleicht verwurzelt sein muss, kann ich verstehen, aber irgendeine Linie muss es doch geben an der Stelle. Und die Frage stelle ich mir schon und die muss man doch auch explizit machen gegenüber den Menschen, mit denen man arbeitet und auch dann klären, wessen Interessen vertritt man eigentlich in so einer Community, die doch, wie beschrieben wurde, heterogen sein kann. Ich sag mal, die Kleinunternehmer, die es dort gibt, haben vielleicht andere Interessen als die abhängig Beschäftigten und das muss man doch irgendwie zum Thema machen, wenn man dort arbeitet. Und damit verbunden vielleicht noch eine etwas ketzerische Frage, die Methodik, die hier beschrieben wurde, finde ich sehr interessant. Die kann ja von jedem, von jeder Organisation, jeder Bewegung genutzt werden. Wir sind da vielleicht auch sehr sensibel hier in Deutschland, was so Massenbewegungen angeht, die auch in die falsche Richtung laufen. Meine Frage aber vor allem auch an Maite, wie weit kann man eigentlich die uns vielleicht bekanntesten US-amerikanische Grassroots-Bewegung, die Tea Party-Bewegung, auch da einsortieren? Arbeiten die mit ähnlichen Instrumenten? Wie ist das eigentlich zu beurteilen an der Stelle, wenn wir über Grassroots-Movements reden? Hallo, mein Name ist Britta Grell. Ich würde mich nicht als Leaderin bezeichnen. Ich bin Teil dieses Prozesses, dieser Bürgerplattform. Ich bin überrascht, dass wir so früh schon die Zuspitzung haben. Die Zuspitzung, die bestimmt für diese Diskussion wichtig ist. Ich würde aber trotzdem, Eric, mich also bitten, für die Diskussion erstmal zuzuhören und zu begreifen, was Alinsky Style Organizing für die deutschen Kontext bedeutet, was der unterschiedliche Hintergrund ist. Und ich würde euch auch bitten, ich weiß nicht, aus Hamburg oder wer auch immer hier ist, die jetzt von der radikalen Linken kommen und diese ganzen Ideen haben, wo kommt das Geld her, was ist da für eine Hidden Agenda dahinter, erstmal zu schauen, was die Praxis ist. Ich bin Teil dieser Bewegung, ich würde mich selber irgendwie beschreiben als jemand, die aus der radikalen, autonomen Linken kommt. Für mich sind es Prozesse und Dinge, die wir ausprobieren und sie sind auf jeden Fall auch ein Ergebnis einer verfehlten linken, linksradikalen Politik, weil wir haben, das wäre meine Einschätzung zu Deutschland und das knüpft vielleicht ein bisschen an das an, was Alex gesagt hat, wir haben ein linkes Parteienspektrum, wir haben irgendwie noch halbwegs, wie auch immer man das beurteilt, irgendwie funktionierende Gewerkschaften, aber wir haben für einen ganz großen Teil, für die Konflikte, die in unseren Stadtteilen passieren, keine Organisationsform mehr. Und wenn ich mir die linken Organisationsformen angucke, die alle gegen das System sind, sehr antikapitalistisch sind, sich in Radikalität, in der Rhetorik überschlagen, es bekommen keine Organisationsprozesse mehr hin, zumindest in Berlin, die in irgendeiner Form das, was wir früher gesagt hätten, Zusammensetzung der Klasse abbilden. Ja? Also das, was die Leute
Leute, mit denen wir in den Stadtteilen in Neukölln leben, Migrant Workers, die Marginalisierten sind dort nicht. Sie sind aber bei den Bürgerplattformen. Von daher Vorsicht, würde ich sagen, schaut euch erstmal genauer an, wer da zusammensitzt. Also wenn wir uns fragen, auch gerade im Unterschied zur USA, where are the people of color? Where are people of working class? Where do we organize them? Where are they here? I think they're in these, you know, Alinsky style organizations. This is the real situation in Berlin. And I think, you know, I would be a bit less careful to judge right away what their hidden agenda is and whether we talk about racism or not and what our positions are on, you know, US imperialism or German imperialism. We have our ideas about that. But maybe we decided, and I learned this from other places as well, that to organize on the local level, maybe you had to start with real things and, you know, be more pragmatic. Sorry for this long remark. Gut, also danke für die Fragen. Ich versuche es in der Reihenfolge auch zu machen, wie ich gefragt wurde. Die Frage nach der Finanzierung stand auch mit auf meinem Papier, weil sie natürlich dazugehört ist, bin ich nicht zugekommen. Es ist eine dues-based, eine Mitgliederfinanzierung. Das ist in Deutschland für viele Grassroots-Gruppen ungewohnt. Das ist hier nicht gelernt, dass wir unser eigenes Geld für unsere eigenen Interessen in den Topf werfen. Das macht man hier nicht. Hier stellt man einen Antrag beim Staat oder, wenn man Glück hat, bei einer Stiftung. Aber man packt kein eigenes Geld in diese Richtung. Und wir machen das. Alle 85 Gruppen müssen einen eigenen Beitrag zahlen. Die Neuköllner sind noch nicht an dem Punkt, wo der genau ausgehandelt ist. Aber in den anderen Gruppen wird das gemacht. Und das ist auch in England, auch in den USA und überall auch in Australien, wo sie dort nach diesem Modell gucken. Das ist ein Beitrag, der für eine Gruppe bezahlbar, tragbar ist, aber der ein stolzer Beitrag ist. Und Maite hat es besprochen oder angesprochen, bei den Veranstaltungen, die wir machen, gehen Menschen, gehen Leaders auf eine Bühne, auf eine eigene Bühne, auf unsere Bühne und sagen, ich bin Vertreter der Baptistenkirche down the road und wir sind mit 76 Personen heute hier und wir zahlen unseren Beitrag von 850 Euro, Dollar, Pfund. Das ist die Vorstellung, die wir haben von Macht. Wir brauchen organisierte Menschen und wir brauchen auch ein bisschen eigenes organisiertes Geld. Es ist nicht viel, es ist kein Overhead. Es ist ein Organizer, den sich in Wedding und Moabit 40 Gruppen teilen. Eine Organizerin. In Neukölln sind wir im Moment in der Aufbauphase 2. Das Geld reicht nicht aus, das sage ich auch ehrlich dazu. Das heißt, wir reden von 20-25% etwa. Das ist das Modell hier in Deutschland, das ist die Situation hier in Deutschland, dass die Gruppen ihre Gelder zusammentun. Das addiert sich auf etwa 20-25%. Die restlichen 70-80% sind Spenden, die wir einwerben müssen von Partnern, die und deswegen kein Sponsoring, sondern Geld für die Organisation geben, weil sie die Arbeit unterstützen, weil sie sie richtig finden. Das sind teilweise Wirtschaftsunternehmen, das sind teilweise Stiftungen. Es gibt 3 Stiftungen hier in Deutschland, die sich committed haben, für 5 Jahre den Aufbauprozess von Bürgerplattformen weiterzutragen. Sie müssen aber diese Antwort bitte in den deutschen Kontext tun. Hier ist, und da kommen wir ein bisschen in die Richtung NGO, das Geld, zivilgesellschaftliches Geld, ist nicht so leicht verfügbar hier in Deutschland. Staatliches Geld gibt es überall und an jeder Ecke. Und wir lehnen dieses Geld ab. Das heißt, wir sagen mit gewissem Selbstbewusstsein, wir wollen dieses staatliche Geld nicht, weil wir damit in Abhängigkeiten geraten, die wir nicht wollen. Wir nehmen auch kein Geld von Wirtschaftsunternehmen, was uns in Abhängigkeiten bringt. Wir nehmen Spenden, womit der Unternehmer, der das Geld gibt, in einem Stadtteil klar sagt, ich gebe das Geld und weiß, ich habe dort keine Strings attached mehr. Frage zur Finanzierung erstmal soweit? Okay. Also das oberste Gebot der Finanzierung ist Unabhängigkeit.
Wir wollen unsere eigenen Organisationen schaffen. Ein Grundprinzip ist Ownership. Der Eigentum bei diesen Organisationen liegt bei den Menschen selbst, nicht bei den Organisern, nicht beim DECO, sondern bei den Menschen selbst, bei den Leaders der verschiedenen Organisationen, die diese Organisationen tragen, die diese Plattform, diese Bürgerplattform tragen. Ownership. Deshalb auch die eigenen Gelder rein. So, dann zu Eric. Also wir haben eine Agenda. Ich dachte, ich wäre klar gewesen, was unsere Agenda ist. Ich sage es gerne nochmal, unsere Agenda ist Building Power. Macht, auch dieser Machtbegriff ist in Deutschland wahnsinnig schwer zu vermitteln. Bitte, ich spreche hier nicht über Alinsky-Style Organizing in der Welt. Ich spreche über Berlin, ich spreche über Deutschland. Und wenn Sie hier mit Leaders über Macht sprechen und über das Bedürfnis, eigene Macht zu entwickeln, also kollektive Macht als Bürgerplattform, da erleben Sie viele Menschen, die Hände hochnehmen und sagen, wo, so haben wir nicht gewettet. Ich will Sachen verändern, ich will Dinge in Bewegung bringen, ich will, dass sich die Stadt sozial gerechter gestaltet, ich will bessere Schulen, ich will eine bessere Infrastruktur, ich will Busse und S-Bahn, die fahren. Aber Macht will ich nicht, brauche ich nicht. Und das ist etwas, was wir vermitteln. Wir sagen, doch. Letztlich geht es um die Frage, wie kommen die scheinbar Machtlosen zur Macht? Das ist die Frage, die uns umtreibt. Das ist die Frage von Bürgerplattformen, die wir beantworten. Indem wir uns gemeinsam organisieren, haben wir Macht. Und wir müssen sie dann inszenieren, wir müssen sie dann auf Bühnen tragen, wir müssen sie zu Menschen hintragen. Und ich glaube, vielleicht ein Punkt, wo wir uns unter Umständen unterscheiden, den ich vorhin nicht klar genug gemacht habe. Es geht uns nicht um Protest, es geht uns um Konfrontation. Wir wollen Entscheidungsträger in dieser Stadt konfrontieren mit den Interessen der organisierten Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich Bürgerinnen und Bürger sage und wenn ich mir unsere Gruppen angucke, dann glaube ich, ist das Argument, dass Gender zu kurz kommt, fällt, glaube ich, ein Stück ins Leere. Auch das Argument, dass wir Middle Class, Yuppie-like uns organisieren. Wer kann in dieser Stadt 12 Moscheegemeinden organisieren? Nicht alleine, sondern mit Kirchengemeinden zusammen, mit Kleingärtnern zusammen, mit Kitas zusammen. Broad-based ist die Agenda und wenn ich das auch vielleicht nochmal sagen darf, es geht darum, dass Menschen lernen, was Politik wirklich bedeutet, wie man selbst Politik machen kann. Wir machen Seminare, Trainings, wir ermöglichen Menschen zu lernen über die Geschicke ihrer eigenen Stadt. Berlin ist pleite, 63 Milliarden Euro Schulden, die wir alle hier in Berlin zum Teil mitverantworten, zum Teil nicht. Aber wer von uns ist an den Ausgaben, an der Ausgabenstruktur wirklich beteiligt? Wer weiß darüber? Wer weiß, dass wir 12% Zinsen zahlen jedes Jahr? Das wird die nächste Agenda sein, vielleicht. Aber das müssen die Menschen selber entscheiden. Wollen wir daran? Wollen wir den Senat von Berlin herausfordern über dieses Defizit und wie man damit umgehen kann? Wem gehören die Schulden von Berlin? Das ist Education, das ist Ausbildung von Leaders in unseren Stadtteilen. Menschen, die weit weg davon sind. Es gibt viele Leute hier in Berlin und in anderen deutschen Städten, eine intellektuelle Elite, die ganz gut sich auskennen, die ganz gut die Zahlen kennen und sich auch zu Wort melden. Es gibt eine intellektuelle linke Öffentlichkeit und wir organisieren die, die weit weg sind vom politischen Geschehen. Ich gucke Sie nochmal an, weil wir gestern über Values gesprochen haben. Wir organisieren diejenigen, die als zentrale Werte so etwas haben wie Solidarität, wie gelebte Nachbarschaft, soziale Gerechtigkeit. Menschen, die bessere Schulen wollen. Schulen, wo jedes Kind einen Schulabschluss macht. Es gibt ein Thema,
eine unserer Plattformen in Wedding-Moabit arbeitet daran, dass in einer Schule, in einer der schlimmsten Schulen in Wedding-Moabit, alle Kinder einen Schulabschluss kriegen. Wir haben Abiturienten hier in dieser Stadt, die nicht am Ende ihrer Schullaufbahn, nach 12 Jahren, nicht multiplizieren und dividieren können. Das ist real, das ist in Berlin. Und das sind Menschen, junge Menschen, die in dieser Stadt wohnen werden, weil sie woanders auch keinen Job finden. Das ist, warum wir organisieren. Okay, danke. Very interesting discussion. I hope I still graduate. So first on the question maybe of the Tea Party, I think, well, two things actually. Although in the Tea Party, not everyone sees the Tea Party as this real grassroots movement. It has a lot of, it's financed hugely from above, the Koch industry, but also Murdoch. And so, for example, the whole media is behind it, the Fox industry and so on. And this is what has played immensely in the success, one could argue also. So that's one point. And then second, they're definitely a white evangelical group. They're very racist, although that's not the platform that they run on, of course. So in that sense, they're very different from the grassroots organizations that I have described here. The diversity and also the funding mechanisms are very different. And then I guess on the point that Eric Mann put forward, I think it's very fruitful to talk about that, but that can lead to very long discussions. But well, what I wanted to say about that is, for example, in Boston, some of the things they did, just to mention a few, is in 2003, the GBIO was involved in a big nursing home campaign to improve the working and living conditions of mostly Haitian nurses. They also had this Bill of Rights for most immigrant nurses throughout the state. They created this this housing trust fund for low-income houses. So even though they don't start on a platform of we're going to overthrow capitalism, what they want to do is, just as Günther said, they ask the people, what is wrong in your neighborhood? What do you want to change? And they go to the real pragmatic stuff that they want to change. And in a sense, it might be that the outcomes might sometimes be similar to what the transformative organizing want to do. But I think maybe they take a more, they would say, a more realistic approach. In a way, how do you combine 53 groups, among whom Jewish groups, Muslim groups, Catholic groups, trade unions? So they have to sometimes narrow down to the issues, but at the end you can see that there are changes coming from them. It is too hard, I think, to come into a room and start saying, our point is to overthrow capitalism. Then you can already see that, for example, certain Jewish groups will leave the room, certain groups will leave the room. So it's, in a way, it's I would think it's the reality that they deal with, but the actual benefits, not only for their communities, for Massachusetts as a whole, that they have reached, have actually been greater in a way, I would think. But there are points of discussion, of course, and we can follow up later, I'm sure. Okay, Alex. Ja, also ich wollte was zu der Frage des Fundings zunächst mal sagen. Ich finde, man sollte keine falschen Polarisierungen aufbauen. Also das mag sein, dass diese Community-Aktivitäten selbst organisiert und finanziert sind, aber es ist nicht so, dass alles andere in der Welt vom Staat finanziert wird. Erstens sind der Staat ja Steuermittel, also von uns.
Also kann man sich fragen, was genau das bedeutet. Das ist ja, das kommt ja nicht von dem lieben Gott. Und zweitens gibt es viele NGOs und viele soziale Bewegungsgruppen, die ihrerseits von den Geldern der Mitglieder abhängen. Greenpeace, Amnesty International, Gewerkschaften, also aber auch der ADAC. Also die größte, einer der größten Vereine Deutschlands, der die Automobilfahrer organisiert. Das ist auch eine selbstorganisierte, Self-Organizing-Gruppe, die Lobbyarbeit macht für große Luxusautos, die mit 250 Kilometern pro Stunde über die Autobahn fahren dürfen. Ja, also da muss man, also, ne, und das betrifft auch Neighborhood und betrifft auch Stadt und Autobahn und Straßenbau und Infrastruktur. Also würde ich sagen, man muss sich klar machen, dass das ein Feld der politischen Polarisierung ist. Und deswegen ist die Frage nach dem Kompass, nach den Zielen von großer Wichtigkeit, weil das, was man aus 20 Jahren Diskussion über Zivilgesellschaft gelernt hat, von unten kommt alles. Die Nazis, die Faschisten, die Bewegung für die Freiheit der Kinder und für das Gegenteil. Also ich meine, das heißt gar nichts, sondern man muss wissen, wohin soll das inhaltlich gehen. Ja, und deswegen ist es auch ganz notwendigerweise so, dass man sehr schnell auf die Fragen der politischen Ziele kommt und auch die Frage, warum gehen die Leute weg, warum nehmen sie nicht teil, weil sie die Ziele dort nicht gut vertreten sehen, nicht gut organisiert sehen. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen. Aber natürlich finde ich es auch erstmal gut, wenn man sagen kann, klar, wir erreichen Leute und motivieren sie auch selbst, bestimmte Dinge zu organisieren. Aber auch da, finde ich, sollte man keine falschen Polarisierung aufbauen. Wir haben, vieles wird eben dann doch auch in der Form von langfristigen Diskussionen mit den Mitteln der Politik und des Staates gemacht. Und dann gibt es eben auch mit dem Staat oder im Staat selber bestimmte Kompromisse. Fahrradwege, Ausbau der Kindergartenversorgung, Grünanlagen. Also das sind ja, ich meine, Staat heißt ja nicht immer nur Militär und Imperialismus, sondern Staat kann auch ganz pragmatische Dinge betreffen. Ja, also öffentliche Verkehrsversorgung und so weiter. Also ich finde, also das wären so für mich wichtige Gesichtspunkte. Und das berührt auch die Frage des Fundings in anderer Hinsicht. Wir haben, weil die Kollegin da gefragt hat, also ich glaube, dass es sicherlich richtig ist, dass wir in Deutschland weniger den Typus der NGOs haben. Dafür vielleicht an vielen Punkten sehr viele soziale Bewegungsgruppen. Aber wir haben auch bei NGOs, also das, was offiziell als NGO gilt, sehr unterschiedliche Phänomene. Wir haben eben Organisationen, die mitgliedsfinanziert sind, ja, und wir haben auch NGOs, die tatsächlich, wie Gunther gesagt hat, mit staatlichen Mitteln arbeiten, also WEED, eine der wichtigen Organisationen im Finanzmarktbereich, wo sehr, sehr viele Konzepte auch für die Linke erarbeitet werden, ja, die aber eben in hohem Maße von Mitteln, also staatlichen Mitteln existieren. Ja, also wo ich finde, da muss man sehen, also ich würde den antistaatlichen Akzent, der jetzt in der Diskussion war, nicht so setzen, ja, weil ich finde, das hängt sehr stark davon ab, was genau in den Kompromissen mit dem Staat gemacht und ausgehandelt werden kann. Und ich würde denken, dass das ja für die USA auch gilt. Also ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob die Universität von Kalifornien öffentlich finanziert ist oder privatisiert wird. Das macht doch einen erheblichen Unterschied, ja, in der Art und Weise, wie unterrichtet werden kann, welche Themen, ob linke, Gender, Race Issues dann auch dort in die Praxis der Lehre eingehen. Ich will noch
Ich will auch noch mal eine Sache sagen. Also das finde ich, sollten wir wirklich noch weiter verfolgen, aber nicht im Sinne von Vorwürfen, sondern als ein ernstes Problem der Linken und der Demokratietheorie. Wie kommen wir dazu, Interessen der Menschen von unten über die pragmatische Lösung hinaus zu verallgemeinern? Und dann finde ich, hat es manchmal sehr großes Recht zu sagen, ich will das jetzt nur pragmatisch lösen, aber man muss auch manchmal bedenken, dass in der pragmatischen Lösung auch eine wirkliche Handlungsblockade liegt. Also ich war selbst in Japan, ich wähle ein drittes Beispiel, Japan. Was wenig bekannt ist in der Forschung und kaum in der Öffentlichkeit, auch in der japanischen Öffentlichkeit, ist, dass es in Japan unendlich viele Grassroots-Gruppen gibt im Bereich Nahrung, Wasser, Schule, Kinder, Atomkraft. Alleine in Tokio waren 1995 6 Millionen Menschen in Bio-Nahrungsproduktion organisiert, also in Kooperativen, nicht als Bauern, sondern als Konsumenten. Und es waren alleine im Raum Tokio ungefähr 30.000 Kooperativen aktiv. Ja, dazu gab es überhaupt keine Forschung. Und das war der Sinn meines Aufenthalts in Japan, und ich habe diese Leute getroffen, und das waren fast immer Hausfrauen. Fast immer Hausfrauen. Was auch erklärt, warum es keine Forschung dazu gab. Weil es nämlich gar nicht in den Fokus kam. Es waren Hausfrauen. Alle gut, viele sehr gut ausgebildet, also Mittelklasse, ja, viel, sehr gut ausgebildet, und die Kinder waren irgendwie in dem Alter von 14, 15 und älter, die haben sich sehr engagiert. Und meine Frage war immer, warum geht ihr nicht auf die Ebene, wo die gesetzlichen Entscheidungen über Wasserversorgung, Nahrungsmittel und so Atomkraft getroffen werden? Die Frauen haben mir immer geantwortet, aber die Entscheidungen machen unsere Ehemänner. Das können wir nicht machen. Versteht ihr? Ich will sagen, es ist ein Riesenproblem, wenn man die Verallgemeinerung, den nächsten Schritt nicht macht. Und das Problem scheint mir bei der Verschuldung von Berlin ein wirklich interessantes Problem. Die Verschuldung von Berlin war eine zentrale Frage der Linken und der sozialen Bewegung in Berlin. Und aus meiner Sicht, der ich ja nun wirklich Affinität zur linken Partei und in der Luxemburg-Stiftung aktiv bin, gehört es aus meiner Sicht zu einem Versagen der Linken, dass die Frage der Verschuldung Berlins nicht zu einem politischen Dauerthema in dieser Stadt geworden ist. Ja, sondern das wurde praktisch ausgelagert, da man löst das, man macht Sparpolitik und dann behandelt man die Folgen dieser Sparpolitik nicht. Und auf meine Frage, warum man über die Sparpolitik in der Stadt Berlin von der Linken her nicht diskutiert, also eine allgemeine Frage, die unmittelbar pragmatische Folgen hat, wurde mir von verantwortlichen Leuten der Linken gesagt, das verstehen die Leute nicht. Und das ist aus meiner Sicht eine Katastrophe, wo sich genau die pragmatische Seite, also die Ebene von unten und die Ebene von oben, treffen müssen. Das heißt, ich würde jetzt aus meiner Sicht, das ist jetzt so ein bisschen salvatorisch, würde ich sagen, zwischen Gunther und Erik, aber Erik hat ja auch gesagt, von den Bussen her die allgemeinen Fragen thematisieren. Ich finde, genau das ist die Aufgabe. Wir müssen diese Verbindung herstellen, sonst macht auch Organizing keinen Sinn. Ja, also dann kann man, ich meine, und wir werden auch mit Organizing keinen Erfolg haben in Deutschland, das sage ich jetzt trotz deiner Gegenthese. Im Moment, wir haben in Deutschland ungefähr 25 Millionen Menschen, die in Vereinen aktiv sind. Turnvereine, Fußballvereine, Musikvereine, alles. Alle diese Vereine haben jetzt große Probleme, weil die Kinder und Jugendlichen keine Zeit mehr haben.
durch die neuen Formen der Schulorganisation, ja, also Verkürzung der Schulzeiten, Verlängerung der Schultage, es gibt keine Zeit mehr. Die Vereine leiden alle darunter, dass ihnen die Kinder und Jugendlichen wegbrechen. Ja, und das wird, dass ich meine, das ist, wir haben das bei den Gewerkschaften und in der Linken genauso, dass die Leute so viel arbeiten müssen, dass vieles politisch nicht geht. Ja, also ne, mit 2 oder 3 Jobs prekär beschäftigt wird vieles schwierig. Und über diese Frage, also das muss ich sagen, das finde ich auch eine interessante Frage, wie man das auch aus den USA, was man da vielleicht lernen kann. Wie werden solche Prozesse organisiert? Denn in den deutschen Organisationen lebt noch sehr viel von Normalarbeitszeitverständnis. 8 oder 9 Stunden Arbeit und dann hat man Zeit. Aber was ist, wenn man prekär beschäftigt ist? Wie geht das? Ja? Also wie verändert sich da sozusagen die soziale Reproduktion unserer Gesellschaften? Danke. Ich wollte gerne ursprünglich auch an die Finanzierungsfrage anknüpfen und vielleicht noch eins dazu sagen, weil es auch ein nicht so gut erforschter Bereich ist. Die radikale Linke übrigens finanziert sich auch oft selbst. Also und zwar nicht nur, dass man persönliche schlecht, die Zahlungsmoral ist schlecht oft, aber es ist ja nicht so, weil wir jetzt schon auch sozusagen ja so sprechen, dass wir versuchen sozusagen gegenseitig das Funktionieren von Politik und Staat irgendwie zu verstehen, und das ist nicht so, dass sozusagen diese Radikalinski-Grüppchen alle massenhaft Geld vom Staat bekommen würden. Also viel zahlen sie selber, viel zahlen sie auch in die Organisierungsstrukturen sozusagen, wo versucht wird, sozusagen verschiedene Gruppen in ein Netzwerk zu bringen, zahlen auch die Gruppenbeiträge, und das harte Geschäft des Partys organisieren und Cocktailtresen machen bringt unglaublich viel Geld rein. Aber das wollte ich nur sagen, weil ich glaube, dass dieser Unterschied so in dem Bereich sozusagen, also gerade in dem Spektrum, das du jetzt beschrieben hast, wo werden von unten Interessen organisiert, bei den marginalisierteren Gruppen sich anders verhält, als du jetzt gesagt hast. Ich glaube, dass das sozusagen eher für die kleinen Unternehmen sozusagen, die sind das, glaube ich, nicht so sehr gewohnt, aber dass man auf dieser ganz basalen Ebene sozusagen sein Geld selbst ranschaffen muss aus dem eigenen Klientel, ist, glaube ich, keine, also in meinem Zusammenhang keine so unbekannte Erfahrung zumindest. Und was allerdings nicht gibt, ist, dass aus diesem Geld dann Organizer bezahlt werden, sondern das Geld wird in Material und in Produktion und in sonst was gesteckt, aber diese Struktur sozusagen gibt es nicht, dass aus dieser Selbstfinanzierung dann Leute angestellt werden, die dann bestimmte Tätigkeiten, die einem den letzten Nerv rauben, erledigen oder eben sozusagen weiter vorwärts gehen und andere Leute sozusagen da einbinden. Und ich finde aber, jetzt wollte auch noch ein bisschen ähnlich an das anknüpfen, was Alex gesagt hat, ich finde man, dass die Frage, wie groß sind die Unterschiede zwischen den Finanzierungsstrukturen, vielleicht auch manchmal übertrieben wird oder zumindest genau untersucht werden muss. Also das Geld schweigt nie, und sowohl die privaten Stiftungen haben implizite Agenden, die sie sozusagen produzieren. Natürlich legt der Staat explizite Grenzen fest. Wir haben in Berlin, also wir haben jetzt seit der neuen Regierung ja auch so Sachen wie Extremismusklausel, also alle Leute, die sich gegen rechts engagieren zum Beispiel, müssen schwören, dass sie sich auch gegen links engagieren, sonst bekommen sie kein staatliches Geld mehr und so weiter. Aber natürlich, also das wäre jetzt ein bisschen die Rückfrage, natürlich hat auch eine Organisation von 40 Vereinen, Kirchen, Kleinunternehmern, die Geld zahlen und wo ein Organizer rauskommt, der bestimmte sozusagen Agenten mitpusht, auch das ist ja kein neutraler Prozess. Da setzen sich sozusagen bestimmte, also zumindest ist das, finde ich, wäre das zu untersuchen, welche Probleme denn nach vorne gestellt werden und ja, sozusagen, wie sich, ob es darin Probleme des Mainstreaming gibt, sozusagen, dass sich dann eben die Mittelschicht oder sozusagen die mittlere Orientierung sozusagen stärker durchsetzt. Ich glaube, man kann das vielleicht an dem Beispiel mit der Schule, finde ich, eigentlich ganz gut diskutieren, weil du gesagt hast, die Leute haben ganz pragmatische Interessen, dass die Kinder einen Schulabschluss machen. Und das scheint sozusagen, also das ist erstmal in ihrem Interesse, das ist ja völlig berechtigt. Aber die Frage ist ja schon, finde ich, ob es nicht notwendig ist, in dem
organisieren, um diese Frage auch die gesellschaftliche Funktion von Schule zu thematisieren, die eben gar nicht darin liegt, dass alle Leute die gleichen Chancen haben, sondern die zentrale Institution in der Gesellschaft ist, die die Herstellung von Ungleichheit und ungleichen Lebensläufen und Lebenschancen produzieren soll. Das ist so. Das ist keine Agenda, das ist, also ich kann das, wir können da gerne das Schulgesetz immer aufschlagen, aber es kann nicht sein, du wirst keine Schule finden in Deutschland, also im jetzigen Schulsystem gibt manche etwas anders strukturierten Schulsysteme, in denen es gestattet ist oder gewünscht ist, dass alle Kinder in der Schule einen guten Schulabschluss machen. Du kannst keine, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber das Mittel des ist egal, wir wollen jetzt nicht in Details reden, aber die Klausurspiegel sozusagen, die Notwendigkeit der Normalverteilung unter jeder Klausur und in jedem Abschlussjahr, in jeder Klasse und im Durchschnitt sozusagen, muss die immer bei rauskommen. Dass die Normalverteilung bedeutet, es muss jemand verlieren, es muss jemand ganz vorne sein und es muss einen Berg ungefähr in der Mitte geben. Das heißt, da muss man schon irgendwie auch mit drüber sprechen können, dass es auch wenn die Schulqualität besser ist, wird dabei immer auch Ungleichheit produziert werden. Das ändert sich nicht. Das heißt nicht, dass man darin nicht sozusagen Verbesserungen hervorbringen kann, dass man nicht auch bestimmte gesellschaftliche Diskurse, die das sozusagen naturalisieren wollen, zum Beispiel die behaupten, die schlecht abschließen, sind immer die Migranten, weil die sind genetisch schlechter ausgestattet, wie wir ja gerade die sozusagen erfreuliche Diskussion hatten in der Öffentlichkeit. Also das heißt nicht, dass man das nicht bekämpfen soll, aber ich glaube, dass schon die Frage sozusagen der pragmatischen Interessen und was nimmt man als gegeben hin da drin, sozusagen ein Punkt ist, der verhandelt wird da drin und wo der auch eine Frage ist sozusagen von linken Positionierungen darin. Macht man diesen Aspekt stark, der vielen Leuten gar nicht so klar ist, dass die Schule nicht einfach dafür da ist, dass ihre Kinder alles Gute lernen sollen. So. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu dem, auch anknüpfend an dieses Auseinanderfallen zwischen Bewegung und linker Partei, in diesem Fall jetzt mal speziell, weil ich finde, das ist ja interessant, dass es ein Zugehen der linken Partei gab auf soziale Bewegungen und sehr wohl das Verständnis sozusagen, dass man sich aus verschiedenen Bewegungen sozusagen speist. Also die Zusammenführung der Linken war ja einerseits sozusagen starker Gewerkschaftsflügel und die ehemalige PDS, aber es gab ja auch einen Prozess, wo ganz viele Akteure und Gesichter sozusagen und Leute angesprochen worden sind von den Migrantenbewegungen, von sozialen Bewegungen, von Ökologiebewegungen, von Attac und so weiter, die sozusagen in die Partei eingebunden werden sollten, um auch sozusagen zu zeigen, dass das Teil dessen ist, was man darstellen möchte. Ich glaube, dass das Problem ist, dass in gewisser Weise dieser Prozess abgeschlossen worden ist damit. Also dass man dachte, man hat ja jetzt all diese Prozesse sozusagen in die Partei gebracht und dass es jetzt an der Kultur fehlt, wie man denn weiter eine tatsächliche sozusagen Zusammenarbeit haben kann oder haben, also dass das überhaupt ein Interesse sein könnte. Und das, glaube ich, ist eine offene Frage, wie man denn sagen, zwischen institutionalisierter Linker und Bewegungslinker einen Kontext herstellen kann, in dem es tatsächlich einen Diskurs auf gleicher Augenhöhe geben kann und der dann auch von beiden Seiten so ernsthaft betrieben wird. Sozusagen. Das ist ja auch ein Vorteil von Organizing, dass sozusagen, die Leute in der Selbstorganisierung, Selbstrepräsentation vielleicht das eben auch sehr viel selbstbewusster können. Okay, wir werden nicht alle Fragen unserer Tagung in diesem ersten großen Panel beantworten. Deswegen schlage ich jetzt vor, wir haben noch eine Reihe von Meldungen und die machen wir jetzt noch und dann eine kurze letzte Runde, weil dann ist Zeit fürs Mittagessen. Ganz hinten rechts. Ja, ich denke, auch wenn man in der DDR die ML-Phrasiologie nicht ertragen konnte, sind linke Positionierungen heute notwendiger denn je, auch aufgrund eines drohenden Rechtsruckels. Also Neukölln hat Buschkowski zum Beispiel 41% bekommen. Und ich hatte jetzt zu den Äußerungen in Berlin irgendwie so den Eindruck, dass da eher Symptome wieder behandelt werden, also schöne Weide. Wenn ich mir das noch zu DDR-Zeiten angucke, so ist das vollkommen deindustrialisiert. Und da wäre doch das eigentliche Problem
ziemlich die Infrastruktur, sondern vor allen Dingen die Arbeitslosigkeit und die Niedriglöhne, Prekarität und so weiter. Und so war auch zum Beispiel, ich wohne in Neukölln, da gab es Befragungen, da wurde dann als Hauptproblem die Hundescheiße benannt. Wenn man sich aber die wirklichen Probleme in Neukölln ansieht, wie Verschuldungsproblem, Prekarität, Arbeitslosigkeit, Hartz IV und so weiter, dann liegen die Probleme ganz woanders. Ich finde es gut, dass dort Migrantengruppen einbezogen wurden, was sonst überhaupt nicht der Fall ist. Und ich finde es aber schrecklich, wenn in so einer Liedersprache irgendwie argumentiert wird. Problem sehe ich auch, wer organisiert wird, also in Neukölln das Quartiersmanagement organisiert vor allen Dingen die Mittelschicht des Kiezes, die sowieso in den ganzen Vereinen organisiert ist. Die Stadtteilinitiative organisiert hauptsächlich die Pioniere der Gentrifizierung, was Studenten sind und so weiter. Also Hindernisgrund, warum Linke und zum Beispiel Armutsbevölkerung nicht zusammenkommen, sehe ich einerseits an oftmals Dogmatismus von Linken, also wo man nicht wirklich, also wo Leute sich irgendwie genau irgendwie sagen, also politisch korrekte Sprache sozusagen, also wenn da irgendwie eine Formulierung falsch ist, dann kommt gleich irgendwie zum Beispiel Nazi oder sowas. Und auch im Bewusstsein der Bevölkerung, was zum Beispiel Ergebnis von Verdummungsprozessen durch Medien ist, also wo sie dann das Problem Hundescheiße benennen und nicht ihre eigene Perspektivlosigkeit. Und da wäre natürlich ein weiterer Schritt dann zu diesem transformativen Organizing hin, wo Bewusstseinsprozesse, Lernprozesse, also ich habe auch ich bin seit 97 politisch aktiv in der Linken und bin auch Lernprozesse durchgegangen und wo Interessen von unten dann verallgemeinert werden. Also das sehe ich unbedingt als notwendig an. Und zur Finanzierung, also da habe ich auch beim gewerkschaftlichen Organizing zum Beispiel gibt es ja auch den Eindruck, dass es da hauptsächlich um die Arbeitsplätze von Organisern geht und nicht wirklich dann, dass sich die Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen von Arbeitern in Betrieben oder auch beim Community Organizing in der Armutsbevölkerung irgendwie verbessert. Zumal, wenn ich mir Neukölln angucke, also wie sollen die Hartz-IV-Bezieher da noch Mitgliedsbeiträge aufbringen? Die können ja kaum von ihrem Geld leben. Also dann ist es eher wieder was für die Mittelschicht. Und außerdem, wenn es von der Wirtschaft irgendwie, dann stelle ich mir auch vor, dass es auch, dann geht es um die Bewahrung des Status quo und bestimmt auch politische Auflagen und so weiter. Und Staatsknete, also in den 80er Jahren gab es ja eine Diskussion um die Abhängigkeit von Staatsknete, wo auch viele, also zum Beispiel auch in diesem Bereich, also wo ich organisiert bin, Erwerbslosenbewegung, Arbeitslosen, wo auch Sachen dann befriedet wurden. Und gleichzeitig denke ich, es kann nicht darum gehen, dass man nur von Sponsoren lebt. Ich meine, das hat in den USA ja auch damit zu tun, dass es da gar keinen Sozialstaat gibt oder so. Ja, Michael von der GEW Berlin, hallo. Ich würde gern einmal ganz kurz an dem Schulbeispiel anknüpfen, was jetzt verschiedentlich besprochen wurde. Da steckt natürlich ein Problem drin, das hat Alex schön auf den Punkt gebracht. Es ist gut, wenn sich betroffene Eltern an einer Schule für Verbesserungen einsetzen. Die kommen dann manchmal auch, wenn genügend Druck entsteht, aber wenn der gesamte Rahmen, also sprich das gesamte Bildungsbudget nicht erweitert wird, dann führt das dazu, dass andere Schulen vergleichsweise schlechter ausgestattet werden. Ansonsten, Christina, gebe ich dir recht, Gaußsche Normalverteilung, zentraler Punkt, es gibt immer Ungleichheit in der Schule. Meine Frage war aber eigentlich eine andere. Gunther hat mich neugierig gemacht an der Stelle, wo er gesagt hat, drei Stiftungen unterstützen dieses Projekt Bürgerplattform langfristig. Da möchte ich jetzt gerne mal wissen, welche drei das sind. Danke. Thank you. So I think that I just want to start with saying that the context, you know, I think is absolutely different between the political conditions in the US and Germany. And so I think what may work here is for the German movement and the left to actually figure out and debate. So I want to say my comments in relationship to that. I think all of us, I think what was shared here was in the US context was the Alinsky model, which I, you know, for the past 20 years, along with people that are here, folks as Eric and Leanne, Steve Williams, and different folks, have actually been trying to work
challenging, actually, the Alinsky model because of its limitations and because of where the analysis of the last 50 years in particular in the U.S. movement. We also came out of also the failure and the demolishment of the left in the U.S. post, you know, the 1970s and the right-wing attack in the 80s. And so I think in a lot of ways there's those of us who are actually trying to uplift a transformative organizing model that is absolutely pragmatic. So I just also want to challenge the assumption that other organizing models in the U.S. are not pragmatic. We absolutely do all the things and them that were presented, but it's the character, it's the orientation and the difference and towards what that I think I want to lift up. And for example, when we do one-on-ones or when we talk to people, I want absolutely listen. You have to listen, but you also have to be able to challenge. Because we understand people are impacted, even though they may be oppressed, by racist, patriarchal, homophobic, chauvinistic perspectives. And a lot of times, we don't always listen to what it is people want to say, because oftentimes it's actually against their neighbors or against a particular community, and oftentimes it's for their self-interest. And so I want to be careful with that, because I think that that's one of the problems, at least in the U.S. context, in which we actually need to actually counter that tendency, because it's not, because oftentimes it tails, it actually just follows where people are at, and sometimes people, it's a process of consciousness raising, it's a process of political education, it's the process of leadership development that pushes people beyond that consciousness, so that people are going to come in absolutely because a problem in their neighborhood or something that's happening on campus in the student movement or at the workplace. But part of the process that I think we're trying to address is that broader consciousness. Second thing is that I think that for us, it's not just about the material conditions, it's about something broader. So in the first conversation, obviously, it's going to be about what brought them in, but I think that part of the organizing process and how we talk about our work has to have the context at that broader vision. And I think part of what then in the left in the United States, why people, so many people in the United States might not identify is that we are also dealing with a lot of sectarian, you know, people just disrespectful ways of entering communities, ways of being able to be like just throwing down, making you swallow their political line because they're right. So that is wrong as well. So I'm not uplifting that practice, because actually what we're trying to do is be able to build that power base of impacted communities, the domestic workers, the gardeners, the bus riders, the young people, the LGBT community, all the people impacted by the system, to be able to be the actors, or what we call the protagonist in the movement. But understanding that we have to be able to start with some of those questions. So I think for me, I just wanted to lay out that, you know, I think there are some differences that I think it will be important, and I'm glad that, you know, people are here to share their experiences, because I think for us, the Alinsky model, you know, what's been interesting is in the Alinsky model and ACORN, one of the biggest national organizations in the U.S. that has been under attack and was completely wiped out by the right wing, you know, in terms of really challenging it. But because of the history, and I'll say this very bluntly, because ACORN and that particular organization did not build with other forces or build with them transactionally, there was not a lot of support that people came out. I, as a leftist and as an organizer, felt appalled by the lack of support and solidarity, because if the government is going after ACORN, what is to say those of us who are to the left of that? So I think it just brings a, there's a different context, but I wanted to just raise that, you know, I think that there is some very key differences in the Alinsky model that we have to be aware of, that have led to a lot of problems, that has not had necessarily a movement building orientation, and that in fact has taken our movement, I think, back because of the funding, because of the legitimacy, because of all those things.
all of that to say, it's a different context here, and I think it's for you all here to really debate and understand, but I do want to share, and I'm glad that there's other people that are pioneers in the transformative organizing model that takes these components and builds on them. Because, for example, the Alinsky model is weak, in my opinion, on feminist analysis. It's weak on a racial analysis. And so those of us who've been trying to in the last 20 years really figure out how to bring into the model, the transformative organizing model, some of the best practices from other movements. So I just wanted to share. The final word could not have been more apt. So thank you, Cindy, for wrapping up this first session so well and forward-looking. And you're right, it is going to be left to us Germans to figure it out. But we do need your help, at least today and tomorrow, which is why we started with these structural differences. We do wanted to confront all of you whom we brought here with our rather challenging situation. And the rest of our sessions will now be about how might we learn from your specific experiences, your successes, your difficulties, for the situation here.